Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening, Part Nummer 2, danach Kommentation. Und jetzt ab in die Kranz-Wüste, aber ich habe erstmal ein paar Supports, wenn ich das richtig sehe. Ich habe offenbar, ach, ich habe trainiert, okay. Alle so ein bisschen, Level Up, Donny ist glaube ich ist Level 9, ist er das? Kann sein. Und, guckt euch das einfach an, ich habe keine Ahnung, was jetzt zwischen den Parts passiert ist, ganz ehrlich, Das ist der Grund, warum ich letztes Mal so rumgelabert habe, okay, gut zu wissen. Und Miriel hat heute Geburtstag. Welcher lobenswerter Tag. Jedes Item ist exakt dort, wo es sein soll. Toll. Fähigkeit Verteidigung. Ah, ausgezeichnet. Endlich habe ich meine persönliche Bibliothek nach Autor geordnet. Okay. Machen wir ja nicht jeden Part so lang. Hat jemand das hier verlegt? Die Leute sollen ihr Eigentum sicherer verwahren. Du, wenn du meinst. Cillys Klinge. Ach, da habe ich die her. Stimmt. Wieso bist du so gut gelaunt? Hast du eine neue Frisur? Oh, ganz und gar nicht. Meine Haare liegen heute einfach besonders schön. Ah, das ist Malvirion. Guck mal, das ist so hochgelesen, kriegt ohne Brille. Muss ich mich kurz putzen. Warum das zufriedene Gesicht? Ist da jemand zu Geld gekommen? Oh nein, ich habe nur gut gegessen. Wollen wir demnächst gleich zusammen essen? Stahl. Oh mein Gott, Stahl. Manchmal hilft es sich zu entspannen. Was machst du denn gerne in deiner Freizeit? Ich verbessere meine Fechtkunst. Sonst nichts. Wenn du meinst, Lonzu. Und Donny noch. Ich hoffe, dass jeder der Horm auf der Farm in Ordnung ist. Und ich habe Support zwischen Stahl und Donny. Oh Gott, das ist zu lesen und schwierig. Oh, Schweinedunge, das ist doch bloß ein Gekrakel für mich. Mann, versuchst du diese magische Schrift zu lesen bei den Göttern? Mach doch erstmal eine Pause und gönn dir eine gute Tasse von diesem Nesseltee. Er schmeckt etwas bitter, aber wenn du ihn runterkriegst, beruhigt er die Nerven. Oh, merci, Stahl. Gern geschehen. Beruhige dich erstmal, dann kannst du dir überlegen, was für ein Soldat du sein willst. Hä, wie habt ihr gewusst, was ich gerade mache? Ich hab doch nichts dergleichen gesagt. Genau das. Heute Morgen hast du Schlösser geknackt, danach hast du mit dem Bogen trainiert und jetzt studierst du gerade einen Zauber, der des Feindes Haut verbrennet. Entweder ist dir furchtbar langweilig oder du bist mit dir selbst unzufrieden. Na, habt ihr mir vorher geschaut? Gibt's ja nicht, Drecksack. Ey, Stahl, seid doch klug. Was meinst du, was ich machen soll? Naja, mit Zaubersprüchen und Magie, so kenne ich mich nicht aus. Aber mit Waffen besonders, mit Schafen, auch bin ich recht geübt. Schau doch einfach den erfahrenen Mietklingen und Ritter beim Training zu. Dadurch, vor allem welche Waffe am besten gefällt. Ach, Botsblitz, das ist eine geile Idee. Aber denk daran, dass es nicht genügt, Waffe zu wählen. Du brauchst Training. Ist dir gerade gegangen? Ey, Götter, was für ein ungestümer junger Mann. Ja, das Problem mit Donny ist, er hat in seinen anderen Klassen nie eine Lanze. Das macht's halt ziemlich doof. Palin und Lonzu. Du schon wieder. Ich will euren Grasbeutel zurückgeben. Ich bin es leid, ihn immer rein mitzuschleppen. Jutta, Mensch, warum hast du ihn nicht einfach weggeworfen? Ist ja auch egal. Na gut, gib ihn mir. Kommt nicht näher. Ich werfe den Beutel dahin, damit ihr ihn euch holen könnt. Hast du meine Rasse so sehr? Eure Rasse ist mir egal. Es ist euer Geschlecht, das mir etwas ausmacht. Und warum fürchtet sich ein Schwertkämpfer wie du vor Frauen? Ich habe meine Gründe. Mich plagen Albträume, Erinnerungen an meine schreckliche Vergangenheit. Oh ja, die ist wirklich schrecklich. Die Nähe jeder Frau, egal ob Mensch oder Targoel, erfüllt mich mit eisiger Furcht. Right. Da bin ich nicht die Einzige, die von schlimmen Albträumen geplagt wird. Ich rede nicht gern darüber. Kindische Albträume könnten für andere ein Zeichen der Schwäche sein. Wirf mir den Beutel zu. Right. Hier. Danke. Jetzt warte kurz. Was tust du da? Ich mache einen speziellen Trunk aus den Kräutern, die ich gesammelt habe. Hier. Das riecht furchtbar und da schwimmen kleine Äste drin. Trink ihn einfach. Seid ihr euch sicher, dass er für Menschen geeignet ist? Trink ihn und lass es bleiben, mir ist es gleich. Nun gut. Ich glaube, ich versuche das Trinkgeräusch nachzumachen. Super. Und man, voller Einsatz. Ja, machst du hinne. Das schmeckt sogar noch schlimmer, als es riecht. Ja, aber du wirst sehen, dass der Trunk gegen Albträume hilft. Götter, war das schrecklich. Ich hoffe, sie nimmt mich nicht auf den Arm. Ja. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Grenzwüste. Oder auch nicht, weil ich irgendwas angeklickt habe, was ich nicht. Habe ich die Mission gleich gestartet? Oder habe ich noch ewig rumgelabert? Auf in die Grenzwüste! Komm schon, mach hin, Junge. Ja, beginnen. Ja, danke. Oh, Mann, hey. Kapitel 8, die Cremleal. Wer auch immer das ist. Yay! Ich würde gerne glauben, dass wir dank unserer Vorsicht so weit gekommen sind. Aber wir haben keine plegianischen Wachen gesehen. Wo stecken sie nur? Welche Falle uns Gangrel auch stellen mag. Ja, das finde ich eilig damit. Vielleicht eine Fallgrube? Oder auch nicht.
My Lord. My Lord. Mein Prinz, unsere Speer berichten von einer Art Scharmützel in der Nähe. Right. In Ordnung, fertig mit den Vorbereitungen. Right. In diesem Wüstensand werden unsere Einheiten nur langsam vorankommen, mein Herr. Magier und Flieger sollten allerdings ungehindert vorwärts kommen. Mm. Danke, ich werde das berücksichtigen. Mike, wie ist der Plan? Frontalangriff direkt drauf, Suizidkommando, nein. So, Magier und fliegende Einheiten, das heißt sowas wie Miriel und Lissa. Warum hier gut voran oder mit normalem Tempo voran? Der Rest langsamer. Das heißt, Cordelia und Lissa sind hier vom Vorteil. Miriel zwar auch, aber die ist nicht trainiert. Maribel zählt nicht, sie zählt das Beretteneinheit und Mike ist auch keine magische Einheit. Er ist ein Taktiker. Das ist halt keine magische Einheit, sondern eine normale. Wie beschreibe ich es am besten? So, ich habe für Wake die Woland-Axt. Ich weiß nicht mehr, wo ich die her habe. Ist auf jeden Fall ziemlich gut gegen fliegende Einheiten. Ist eine Wurf-Axt. Werden wir auch dann noch in den nächsten Kapiteln sehen. Ihr werdet schon sehen. Der Stahl und... Wie nehme ich jetzt mit? Ich glaube, dass diese 3, 6, 9, 10 Einheiten das sein werden. Ich habe Lonzu nicht dabei, aber ich glaube, ich nehme Lonzu tatsächlich mit. Callum lasse ich raus. Wake nehme ich dafür mit. Und wen lasse ich noch raus? Ich glaube, ich nehme Lonzu noch mit in der Mission. Ist ich Donny vielleicht mal zu Hause? Ne, ich glaube Donny nicht. Donny. Donny darf ich nie daheim lassen. Donny ist cool. Er kommt vom Land, das habe ich mit ihm gemeint. Donny! Nein, okay, das glaube ich reicht jetzt erstmal. Genug Blödsinn für heute. Nee, Leben. Ja, ich überlebe immer lang, in welche wen ich mitnehmen. Normal habt ihr auch meine Überlegungen dazu, aber nachdem das nachkommentiert ist, nach dem Kind, hey, das ist schon scheiße, ist manchmal. Habt ihr das nicht? Ah, ich glaube, ich nehme sogar Mike mal nicht mit in der Mission. Ja, stimmt, weil der ist schon gut genug gelevelt, dafür kommt Lonzu mit. Und Maribel muss ja eh bloß heilen, dass sie Level kriegt, und das ist ja wichtig bei der Guten. Die liebe, liebe Maribel. Och, wie nett ist sie doch. Nein, lassen wir das. Und ja, eigentlich sollte ich langsam haben. Ich glaube, Wake habe ich sogar als Support für Donny mitgenommen. Die. Ah, ja, ja. Schlimm ist, wenn man dann schon viel weiter aufgenommen hat. Ich glaube, ich bin ja schon bei Kapitel 11 oder so. Keine Ahnung. Dann ist das natürlich ziemlich langweilig, hier das Ganze nochmal nachzukommentieren. Aber naja, ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Und ich habe immerhin schon fast 8 Minuten rum oder 7,5. Ich sollte aufhören zu klatschen. Das ist, glaube ich, nicht gut fürs Mikro. Lal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 
Das ist eine Manakete. Diese Klasse werde ich noch erläutern. Die ist nämlich richtig geil. Und Engstützerfeld. Ich habe einen Drachenfreund getroffen. Er ist Banta? Banto? Das ist eine Anspielung auf Bantu aus Legend of Zelda Shadow Dragon Fast. Fire Emblem, Shadow Dragon, der Teil mit Marth. Das ist eigentlich also der erste Remake für den ersten. Da, ihr versteht schon. Was ich damit sagen möchte, und Palne greift erstmal diesen komischen Typen an, denn der hat. Warum ist mein Bildschirm abgeschnitten? Das muss ich nachher mal korrigieren. Der hat, glaube ich, nur plus 26, das heißt, Palne kann ihn direkt umhauen. Sogar noch ein Critical Hit mit 1%. Stimmt, daran erinnere ich mich sogar noch. Schön, schön. Damit ist der erste schon mal ausgeschaltet. Da kommt trotzdem noch mehr ran, als bei dieser Drecksmagie. Diese Dunkelmagie sind, gehen mir ziemlich auf den Sack in der Mission, das kann ich jetzt schon sagen. Cordelia, kümmere dich bitte drum. Wenigstens hat Cordelia eine gute Rest und damit überlebt sie das. Wenn ich ein Stück trinke. So. Ich würde alles tun, um an seiner Seite zu sein. Ich hoffe, du meinst Callum. Also nicht Grom. Nee, sie ist total in Chrome verknallt. Total, ey. Ja, lass mir das. Ja. Weiter geht's. Habt ihr es dann? Was mache ich eigentlich jetzt genau? Ich glaube, ich kombiniere Maribel mit niemandem. Doch, mit Lissa. Und trenne sie wieder, bloß um Maribel ein bisschen weiter nach vorne zu schieben. Stahl, was mache ich denn mit dir? Gute Frage. Was mache ich mit dir, Stahl? Ich könnte mal was machen wenigstens. Lonsu rückt vor. Nimmt den Schnitter in die Hand. Okay. Stahl rückt hinterher und gibt Lonsu das Eisenschwert für Stahlschwert. Klar, weil ich kriege hier unten, stimmt, ich kriege hier noch einen Schnitter von dem Kerl, von Lonsu. Allerdings hat er auch eine Crit-Chance dadurch, was mir nicht so taugt. Aber naja, kriege ich schon irgendwie gebacken, ne? Yay! Ich soll aufhören zu klatschen. Ich lasse das mal. Das Problem ist, ich habe normal was in der Hand zum Zocken. So sind meine Hände. Ich fuchtle ganz so wie blöd mit den Händen rum. Das ist herrlich. Wenn ihr das sehen würdet. Lol. Lol, du greifst Lonsu an. Das war geplant. So, Gegnerzug geht wenigstens das vorwärts. Und zack, zack. Erledigt. Und Lonsu kriegt ein Level up. Yay! Ding, 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 ding. Und das ist erst der Anfang. Wenn du meinst, Lonsu. Wenn du meinst. Und zack, und Chrome greift mit an, das war's für den Myrmidonen. Lukas auf Palne, das war schon fast irgendwie erwartet, glaube ich. Und er hat einen Flugzeug, aber vielleicht, vielleicht trifft er nicht, hat eine sehr geringe Trefferchance, aber er trifft natürlich, denn er hat irgendwie drauf. Bastian, Bastian, und zwar greift der nächste Flugzeug, sondern er geht auf Star, auf Lonsu und trifft auch nicht, weil Lonsu sehr schnell ist. Denn die Geschwindigkeit hat mir gelernt, beeinträchtigt dieses Ausweichvermögen. Und der trifft auch nicht, sehr schön, weil er kann Stand gehen, einfach umhauen, weil Chrome nicht trifft. Aber Schwert gegen Lanze hat mir ein Waffendreieck. Wer gut aufgepasst hat, was geht das? Und den Level up. Nicht schlecht, aber ich habe noch viel zu lernen. Wenn du meinst, Stali, wenn du meinst. Stahllanze, yay. Für Stahl. Und weiter geht's. Diese Witze sind so alt mit Stahl und der Stahllanze und stellen Stahlwaffen. So, apropos Stahl, du kannst das Stahlschwert nehmen, wo wir gerade dabei sind, und diesen Typen umklatschen. Zack und zack. Und so greift sogar mit an. Da gibt's ein bisschen Erfahrungspunkte für Stahl, 23 glaube ich waren's. Und Lissa darf ein bisschen heilen, beziehungsweise ich würde am liebsten erstmal diesen Dunkelmagier umhauen. Den Dinkelmagier, der zaubert Brot. Und ja. Häschen! Ich mag Häschen. Häschen ist toll. Yay, Häschen! Ah, okay, lassen wir das. Zack. Yay, yeah, hey, super. Und deshalb pflegt Sully. Naja, wenigstens muss ich mir, kann ich mir durch das Nachkombinieren sparen, dass ich die ganze Husterei von mir rausschneide, weil ich war ein bisschen erkältet noch in dem Part. Und mit Pokédex halte ich Palne, um Erfahrungspunkte zu kriegen mit Maribel. Das lohnt sich. Denn im jetzigen Stand der Aufnahme ist Maribel bereits schon weiterentwickelt zur Valkyrie. Ich bin erst zufrieden, wenn ich die Beste bin. Jo, aber das alles seht ihr dann eh in den späteren Parts. Ist ja nicht so, als würde ich euch was vorenthalten. Ich doch nicht. So, Noi hat schon gekämpft? Nee, hat sie noch nicht. Stimmt. Cordelia rückt vor, die soll nämlich das Dorf besuchen. Die kommt nämlich einigermaßen noch gut voran mit den 7 Feldern und ohne irgendwelche Erinnerung, dass sie das gut am Flug anhält. Und ich glaube, ich habe hier auch keine Bogenschützen, wodurch Cordelia ungehindert fliegen kann. Ziemlich gut. Also, jetzt, glaube ich, lasse ich Noi mal von alleine.
Und alleine lassen, wie das klingt. Als wäre sie ein Tier. Spürst du das Tier in dir? Nein, lass mir das. Der kann Konter mit einem. Gregor würde den umhauen. Gregor? Nee, Gregor. X Gregor? Okay. Ha, Palme, lass ich das direkt, eine drauf besuchen, nehme ich jetzt mal stark an. Mein Gott, ich bin hier auch. Und ich halte Lonsu mit dem Purgativ. Ach ja, genau. Es war verschwenderisch, aber es gibt ja Erfahrungspunkte. Und zwei Heiler zu leveln ist halt einfach schwierig. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal ist es schwierig, die Heiler zu leveln. Lassen wir das. Lassen wir das einfach sein. Und sie kommt nicht raus mit dem Langspeer. Warum ist sie nicht im Nahkampf stelle, habe ich keine Ahnung. Donny auf jeden Fall vorrücken. Was ist, die sind alle so langsam. Ich versuche alle umzuhauen. Das ist der Grund. Nun habe ich es herausgefunden. Warum? Ah, jetzt verstehe ich. Okay, ich tätige meinen Angriff. Zack. Der trifft nicht. Zack. Lief schon mal gut. Und Noe darf nämlich jetzt hier abstauben, wenn ich das richtig in meinem Kopf habe. Ja. Jetzt seht ihr mal die Power von Noe. Lass mich in Ruhe. Das ist auch ein Gestaltwandler. Manaketen sind Drachen. Bam. Yes. Ich mag Noe. Was zum... Das Mädchen ist ein Drache? Bei den Göttern, das ist eine Manakete. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine sehe. Also, wofür brauchst du nochmal Schutz? Dass wir keine wilden Pokémon angreifen. Den Witz habe ich nicht mal bei der ersten Aufnahme gebracht. Mann, hey. So, und jetzt kommt Chrom nicht da unten dran. Das war blöd, weil jetzt gehen nämlich gleich alle auf Noe los. Das war sehr, sehr blöd. Es sei denn, ich versuche gerade irgendwas zu machen. Ich habe aber gerade keine Ahnung, was ich hier eigentlich genau tue. Ist auch nicht so schlimm, denn... Nein, ich weiß es nie. Sie kann den umhauen. So viel weiß ich. Okay, passt. Alter, was... Okay, ich lasse das einfach. Der geht auf Chrom. Nicht so schlimm, denn der trifft. Sogar. Aber die macht, glaube ich, eigentlich nur Schaden. Du gehst auf Cordelia und wirst nicht sterben. Ich finde, wir mit uns sind auch ziemlich schnell. Seht ihr, bei Lonsu, der ist verdammt fix unterwegs. Ziemlich fix. Magifix! Nein, Moment. Zack. Zerlegt. Weiter geht's. So, Palme besucht das Dorf. Mögen die Götter euch beschützen, mögen sie euch alle beschützen. Ihr Leben in ständiger Angst vor dem, was die Kriminelle uns antun werden. Hier, nehmt diesen Stab mit meinem Segen. Er kann eine Verbündete über weite Entfernungen weg in Sicherheit bringen. Gebt ihn jemanden, der etwas von Magie und Zauber... Magie, Zauber, ich nicht zu schnell. Versteht. Es ist auf jeden Fall ein Rettungsstab. Magie, Zauber, Rettung und so, ja. Ihr wisst, was ich meine. Stahl, du zerlegst mit diesem dunklen Magier. Dunkle Magier sind nämlich sehr langsam. Aber wir kriegen auch noch ein paar dunkle Magier. Ein paar tolle dunkle Magier. Yay. Donny rückt vor. Ich glaube, Donny darf sogar den Myrmidon dann umhauen. Und Cordelia, du nimmst mir die Stahlhand. Genau, und zerlegst diesen Kavalier. Now you've angered me. Ich glaube, ich krieg die Mission in dem Part gar nicht zu Ende, kann das sein? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Sally kommt, kann den Myrmidonen angreifen. Okay. Ich glaube, sie und Chrom sind nicht schon verheiratet, kann das sein? Sonst will ich die, glaube ich, auch nicht unter. Ah, sehe ich gleich. Ich glaube, die sind sogar. Ich habe vorhin, glaube ich, gesehen, dass das S über dem Kopf von Chrom war. Ja, die sind schon verheiratet. Okay. Ich habe nicht mal ganz im Kopf, wann das war. In diesem Volkstruhe, ich habe nicht mal ganz im Kopf, wann die waren. Zack. Und zack. Zerlegt. Weiter geht's. Maribel halt Chrom, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder wie läuft das jetzt gleich ab? Ich glaube, Noe darf noch wen töten. Ja, Noe darf den Myrmidonen umhauen. Wenn ich den Part sowieso bald beenden, wie ich das sehe. So wie ich das sehe, werde ich diesen Part eh bald beenden. Yay. Ich könnte ganze Legionen besiegen. Haltet das im Hinterkopf? Das kann sie wirklich. Das ist nicht mal ein Witz. Das ist kein Witz, die kann das echt. So, du pflegst Sally. Genau. Erfahrungspunkte, kein Level-Up für Maribel. Schade. Lissa darf auch nochmal wen pflegen. Wir haben im letzten Mal da extra gekauft, die pflegen.
die Pflegestäbe und Lissa kriegt ein Level Up. Zack, 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 zack. Ich glaube, ich bin bereit für die Front. Noch nicht ganz. Und der greift Donny an und wird sterben. Yeah, Donny. Hab ich zu viel versprochen? Donny wird noch mega cool. Einfach durch seine Talentiertfähigkeit. Der kriegt so gute Level-Ups. Der Kavalier geht auf Cordelia. Auch das war mehr oder weniger geplant. Und sie kriegt fast ein Level-Up. Ein EP, ich hasse das. So, ich glaube, jetzt heile ich noch ein bisschen. Mach noch eine Heilrunde. Und ich weiß nicht, wenn ich beende den Part bald. In 3 Minuten oder so. Ist jetzt deine Partlänge selber, dass ich den Part beenden werde. Ich hasse nachkommentieren. Ich kann den Part nicht selbst beenden, sondern muss drauf schauen, dass... Nee. Verstehe ich aber. Ist doof. So. Muss ich da mal genauer machen. So, so, so. So. Cordelia rückt dahin, Sally dahin. Du gehst dahin. Fallen der rückt ein bisschen nach, beziehungsweise geht zum Stahl. Der legt sie nämlich dann gleich wieder ab. Und Chromo rückt ein bisschen nach. Warum lasse ich ihn nicht da auf den Sand laufen? Das ist ja Blödsinn. So, Gegnerphase habe ich noch angeschaut. Ich rücke ihn einfach ein bisschen weiter vor, währenddessen. Wenn wir den Part bald beenden, Palin und Donsu gehen miteinander. Die beiden sollen ja heiraten. Boah, ich habe also echt mit dem Reden. Super. Naja, alles nicht zu dramatisch. Danach komme ich hier, das ist ja sowieso schon. Ist ja sowieso schon verkackt. Also naja, noch mehr kann ich es eigentlich auch nicht verkacken. naja. Hauen wir rein. Stahllanze, yay, verprügeln wir diesen Barbaren. Glaube ich, ist es so, dass. Nee, das ist ein Kämpfer. Kämpfer. Zack. Och, der ist zerlegt. Und Level Up für Cordelia, die gute. Und. So, das muss ich jetzt lediglich wiederholen. Wenn du meinst. So, sie kann nämlich bald in das Dorf gehen. Ah ja, ich weiß auch schon, was ich hier holen mehr kann. So, erstmal kriegt sie ihre Entlastung wieder Heilung. Warum schicke ich Sally ja nicht dahin? Ich kann mich nur wieder das Dorf besuchen. Hab Dank für die Warnung. Bitte nehmt das, unser Familienschatz. Ich würde mehr geben, wenn ich könnte. Jemand mit ausreichender Form könnte damit sogar noch stärker werden. Genau, wir kriegen hier ein Meistersiegel. Damit kann man auf neue Klassen aufsteigen. Also auf Level 20 mache ich das immer. Und genau, ich würde mal sagen, das... Na, du hast noch nicht mehr Fire Emblem Awakening. Mann. Und sie hat erstmal Donny und kriegt auch Maribel. Nee, kein Level Up. Stimmt, sie hat es vorher. Also wir kommen schon Level 14. Ich habe schon überlegt, ob sie auf 15 hochstufe, aber das habe ich dann doch gelassen. Ich krieg's ja auch so gebacken. So, dann glaube ich, lasse ich den Gegner noch einen Zug. Genau, und da würde ich auch sagen, das war's dann so langsam mit Fire Emblem Awakening. Ich werde Cordelia wahrscheinlich dann noch heilen. Mit Maribel anscheinend, ja. Ach Mann, das ist immer das. Ich kann nicht genau beenden. Ich versuche es möglichst genau zu beenden. Und Level für Maribel. Ich bin erst zufrieden, wenn ich die Beste bin. 15 ist es auch schon 14. Und ich werde Sally dahin retten, einfach wegen der Erfahrungspunkte. Zack, 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 zack. Ich habe immer noch ein paar Asse im Ärmel, wenn du meinst, Lissa. So, dann würde ich mal sagen, das war's dann langsam mit Fire Emblem Awakening für heute. Nächste Part ist auch noch nachkommentiert. Ab Part 18 geht's endlich wieder live kommentiert weiter. Danke euch schon mal fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.